Die Position ist 500 Meter entfernt. Wir gehen jetzt erstmal zurück. Wir machen das jetzt tatsächlich so. Ich habe nur gerade ein bisschen wieder die Butze voll. Also die Buchse vielmehr. Weil wir dann durch das Wasser müssen, wo die ganz netten Tiere drin wohnen. Ne? So. Das klingt irrsinnig lecker, wenn sie das so isst. Vergiss die Solaranlage nicht zu scannen. Habe ich wohl vergessen. War da eine? Hör doch auf. Bin doch jetzt schon wieder nicht hoch. Ich bin doch jetzt mindestens schon eine Minute nicht mehr da gewesen und weiß nicht, wo ich herkomme. Ja. Ah, man kann da hochklettern? Kann man da hochklettern? Warte, von da oben. Tatsächlich. Geht das? Ha! Ha! Wolltest du mich hier aufs Glatteis führen oder was? Was kommt davon? Au! Okay. Hier nicht. Lag da auf der Kiste was? Also ich habe jetzt nichts gesehen. Na gut. Kiste! Was? Kiste? Kiste? Oh Mann, Leute. Jetzt habe ich wieder was übersehen. Jetzt war ich wieder auf diese blöden Module da fixiert, dass ich da hochkomme, die man nicht scannen kann. Ich mache hier zu, sonst zieht's. Ich will nicht sagen, dass mir kalt ist, aber... Okay, schauen wir jetzt die Kiste neben der Tür an, aber dann ist Schloss. Konstruktionswerkzeug. Ich gebe zu, das war wichtig. Die ganze Zeit moser ich darüber, den Schraubenzieher nicht zu haben. Ach, und jetzt ist auch der Bauplan Solarwerkzeug und Bioreaktor erzeugt, weil ich den Schraubenzieher gescannt habe. Batterieladestation. Was da jetzt alles durch den einen Schraubenzieher gefunden wurde. Ach ja. Das macht mich so fertig, ich gepennt. Was ist los, Coach? Nur weil ich ein paar Mal an dem Ding vorbeigelaufen bin. Das eine Haus hat noch einen Nebenraum nach rechts. Ich war in allen Räumen. Ah ja. So, jetzt kommt wieder der Mimimi-Teil. Na, wer von euch hat gerade den Bildschirm angeschrien? Ah, ja. Big the Golem. Tata. Danke dir. Danke für 14 Monate. Grüß dich. In anderen Games gibt es große blinkende Pfeile für wichtige Dinge, die fehlen hier. Ja, in der Tat, manche sind große blinkende Pfeile nicht unbedingt, aber sehr häufig sind halt irgendwelche Umrahmungen oder so, ne? Dass sie nochmal so eine Kontur haben. Das fehlt hier in der Tat. Ich sehe, dass es kalt ist, aber die Zeit zum
Zum Watt schlürpen habe ich noch. Frage an die, die das schon kennen, ist dieses komische Testmodul, was es hier geht, tatsächlich hier und ich habe es noch nicht gefunden. Hypothermia imminent. Ja, ich weiß, aber fressen oder erfrieren, das ist die Frage. Heilige Scheiße, war das cool, wie der da aus dem Wasser gehechtet ist. Ein bisschen geräuscharm. Aber okay. Warte mal kurz hier, ich gehe mal in den Whirlpool. Ist es nicht, okay, gut. Dann brauche ich hier nicht mich ärgern, dass ich das nicht irgendwie finde. Puh. So. Jetzt bräuchte ich nur noch irgendeinen, der mir sagt, wie ich an diesen gefräßigen Viechern vorbeikomme. Ich würde einfach mal versuchen wollen, hier an einer anderen Stelle ins Wasser zu gehen. Hier vorne scheint es sich ja so ein bisschen zu tummeln. Aber ich, so richtig Hoffnung, dass hier keine sind, habe ich natürlich andererseits auch nicht. Ich gebe Gas, ich gebe Gas. Ich habe Spaß, ich habe Spaß. Ist hinter mir auch ein Leviathan? Keine Ahnung. Gib Gas! Alter, wie dicht gepackt. Wie dicht gepackt hier diese Viecher aber auch sind, oder? Im ersten Teil war das so, ach ja, da ist mal einer. Ja, nee, machen wir mal einen großen Bogen drumherum und dann wird das schon. Und hier? Du machst einen großen Bogen und kriegst einen noch größeren Gegner. Da unten... Shit, da unten leuchtet was. Shit, da ist auch noch ein Arsch. Also wir bleiben bei dem... Unten leuchtet was. Du bist lieb, du bist alles nur nicht lieb, ich weiß. Warning, parsing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Shit, 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 shit. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. New blueprint synthesized. Oxygen. Maßarbeit. Also ich habe da jetzt irgendwas gefunden, ich weiß gar nicht mal was. Ich konnte gar nicht mehr drauf schauen. Das Ding kann ich scannen, das sollte ich dringend tun. Ein Fenster. Ah, super. Was war's? Luke oder so? Ne, dann Abmarsch. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Abfahrt. Größerer Tank war's? Das ist super. Wenn ich automatisch meine Luft anhalte, ich auch. Ey, ich habe das nicht nur so getan, ne? Man fängt wirklich an, automatisch dann so. Imaro. Trennert fröhlich vor sich hin. Vielen Dank. Im Wagen vor mir schwimmt ein junges Mädchen. Sie schwimmt allein und sie scheint hübsch zu sein. Wie kommst du jetzt da drauf? Was habe ich jetzt eingesammelt? Ich habe da irgendwas eingesammelt. Da schwamm Kot vor meiner Tür. Survival rate would be greatly enhanced with the construction of an underwater vehicle. Okay. One after another. Was haben wir da jetzt aufgesammelt? Achso, das war mein Schönfeilchensamen. Das war mein wunderschöner Schönfeilchensamen. Das war ein schöner Feilchensamen.
Junge, pass mal auf. Dein scheiß Schildpfeilchensamen, den kannst du dir mal... Den kannst du mal. Echt jetzt. Muss wohl aus dem Anzug rutscht sein. Das war eindeutig ein Knödel. Habe ich noch Wasser? Das ist gut. Also wir müssen jetzt nicht hektisch sein. Wir können... Wir sollten. Wir sollten jetzt mal sortieren, was wir alles haben. Das ist nämlich scheiße viel. Was wir auf dieser einen Insel alles freigeschaltet haben, ist im Grunde genommen der ganze erste Teil des Spiels. Nee, nicht ganz, ne? Aber echt krasser Scheiß. Pass auf, scheiß auf die Thermoskanne. Ich glaube, wir haben jetzt Besseres zu bauen. Sehr gerne den Mineraldetektor, sehr gerne die Signalboje. Sehr gerne die Tauchflasche mit hoher Kapazität. Brauchen wir die Standardflasche? Zweimal Glas, einmal Silber. Das ist simpel. Dann den Mineraldetektor haben wir schon. Den Leuchtstab ist eine aufstellbare Lampe. Könnte man sich natürlich auch zur Orientierung, wenn man in so einer Höhle ist, so Gerüchten zufolge, hier, den müssen wir ganz dringend bauen, damit wir eine Basis errichten können. Oh, das wird... Oh Gott. Leute, Basisbau, wenn nach dem, was wir jetzt schon alles an Dekomaterialien allein gefunden haben. Damit sollte man sehr zeitnah anfangen. Dafür braucht man wiederum einen Computership. Der Computership braucht Tischkorallenproben. Gold haben wir, Kupferdraht kriegen wir. Gravitationsfalle Schistruff. Die Seebahn, da freue ich mich drauf. Ist das denn die Seemotte, Teil 2 sozusagen? Oder ist das wirklich eine Bahn? Muss ich da wirklich so eine Art Bahn bauen? Eine Kameradrohne, eine steuerbare Kamera. Oh, dann muss ich nicht zu den Leviathanen runter. Das ist natürlich auch super. Scannerraum, Reichweitenmodul. Das sind Module für Scannerraum. Steht ja auch irgendwie dran. Basissegmente. Observatorium, Scannerraum, Mehrzweckraum, vertikale Verbindung, Pipapo, Fundamente, nichts Neues bisher zumindest, was ich sehe. Hier Energietransmitter, erhöht die Reichweite einer Energiequelle. Den gab es doch früher nicht. Bioreaktor, Heiter, Fabrikator, Spindschrank, Batterieladestation, kennen wir alles. Modifizierungsstation, Jukebox und Gedöns, das ist eher... Da bin ich mal gespannt, ob das auch wirklich was abspielt. Und hier bin ich gespannt, ob es wirklich diesmal Kaffee rausgibt. Und dafür die Thermoskanne dann nötig wird. Das ist unter Sonstiges. Innenmodule, das verspricht wirklich eine Funktion. Beim Kaffee. Kaffee, Junge. Heißer, schwarzer Kaffee. Echt jetzt? Kacke, Junge. Kaffee. Also, pass auf. Schlörp, schlörp. Wir brauchen wieder diese wunderhübschesten... Warte mal. So, Rasierset. 1. Das ist einfach nur zum Platzieren. Das ist ein Deko-Ding. Faszinierend. Also wir brauchen wieder die Batteriepflanzen. Eine habe ich. Eine habe ich. Reicht. Ich glaube, wir brauchen 2 für eine Batterie, ne? Zip, zip. Yep, da brauchen wir 2. Gut. Ist die neue Seemotte. Der Zug. Alles klar. Kommt zu Subnautica auch Videos auf YouTube? Jipp. Und Yannick hat es, glaube ich, auch gerade beantwortet, ne? Genau. Energietransmitter gab es schon in Subnautica. Okay. Habe ich jetzt nicht mehr in Erinnerung gehabt. Ah, hier die kann ich scannen. Ah ne, dahinter kann ich scannen. Auch gut. Lunaplatt. Kann ich da was machen? Oxygen.
Wie ist das Game bis jetzt so? Ikel, Gato, ich finde das nach wie vor richtig gut. Also, Subnautica war schon immer super. Und im zweiten Teil machen die jetzt nichts groß anders, aber das müssen sie auch nicht. Das kenne ich jetzt nicht. Es gibt zwar zweimal Gedöns, ne? Zweimal Titan. Aber brauchen wir jetzt nicht. Ich hoffe, bei euch kommt es auch gut an. Ach so. Das Lied, das waren die Gedanken des Titan hinter mir. des Leviathans hinter mir. Dankeschön, Imaru. Mit Nachrichten überliest er gerne der Guia. Nein, manchmal spare ich es mir halt auf und lese es dann ein bisschen verspätet vor. Das war das, wo wir schon drin waren. Okay, eine Batterie können wir uns bereits bauen. Jetzt brauchen wir aber, warte mal, eine für den Mineralscanner. Beziehungsweise eigentlich wichtiger erstmal eine für den Basisbauer. Da brauchen wir eine Batterie. Dann brauchen wir noch einen Kabelsatz. Der brauchte Silber. Also wir müssen ein wenig... Wir müssen jetzt zuallererst mal zusehen, das Baugerät zu bauen. Damit ich eine Basis hinstellen kann und in die Basis mal einen Schrank reinstellen kann, damit wir unsere Sachen anständig storagen können. Sehr gut, jupp, ist genial, super gut, mir gefällt's. Okay, auch wie ich's spiele, ist auch okay oder ist es zu verpeilt? Eigentlich kam es mir bisher nicht so verpeilt vor. Bis auf dieses eine Gerät, was ich übersehen habe. Da bin ich halt 25 Mal vorbei, aber ansonsten kam ich mir eigentlich gar nicht so verpeilt vor heute. Sorg! Die Raid-Party geht weiter, was ist denn heute los? Danke! Willkommen! Macht's euch bequem, ihr Sorgenkinder! Und die drei PDAs? Ich habe doch keine PDAs übersehen. Herzlich willkommen. Was habt ihr denn heute Feines gezockt? Scannen kannst du gar nicht. Also bitte. Koja halt wie immer, spiel gut. Was habe ich denn? Was? Ich hab doch keine PDAs übersehen. Macht mich nicht fertig. So, der Gerät. Wir brauchen jetzt den Kabelsatz. Den erweiterten Kabelsatz. Oh Gott, was brauchte der denn? Ein Computerchip. Ist das der erweiterte Kabelsatz? Oder ist das... Nee, das ist der normale Kabelsatz, den ich brauche. Der braucht zweimal Silbererz. Und der Computerchip braucht Gold, Kupferdraht. Kupferdraht können wir zusammendengeln. Und warte mal, Gold haben wir auch schon. Aber wir brauchen dann noch die Tischkorallen. Die sollten jetzt aber nicht das große Problem sein. Kupferdraht, absolut super gut. Doch mindestens ein PDA, echt? Okay, da dürfte er ganz groß Britz und so weiter in den Chat schreiben, weil ich möchte von der Story nichts verpassen. Da dürfte er mich gerne darauf hinweisen, das sehe ich dann nicht als Spoilern. Wenn ich irgendwo dran vorbeilaufe und ihr merkt das, dürfte er da natürlich darauf hinweisen. Wir wollen ja keine Story hier irgendwie vergessen. Am besten Britzen, dann sehe ich es auch aus dem Augenwinkel. Wenn da plötzlich rote Symbole sind, werde ich immer hellhörig. Gut, okay, also wir müssen wir brauchen Silber und wir brauchen die Tischkoralle. Und wirklich viel Platz habe ich nicht mehr. Also insofern müssen wir das sehr effizient sammeln. Wir haben gebritzt. Nicht genug. So. Ja? Irgendwo ist er jetzt auch mal... ne? So. Thank you.
Silber. Warte mal, die Richtung. Wir gehen, wir schwimmen, wir. Warte, da. Wir schwimmen mal grob in die Richtung, weil da wurde es ein bisschen tiefer. Noch unten. Der Chat muss rot sein. So genau. Dann sehe ich das auch. Merkt ihr? Ne? Gute Idee. Zum Glück wird es wieder hell. Dann finden wir hoffentlich auch eher die Aufschlüsse. Wird echt Zeit für einen Schocker an Quest. Und nicht gleich übertreiben. Ah, muss ich nochmal hin. Muss ich nochmal hin. Wir müssen ja eh zu dieser letzten bekannten Position und dann gehe ich nochmal da zur Delta-Station. Legen wir nochmal an. Schauen nochmal rein. Und ich gehe da natürlich voll gerne hin. Diese, ja, Leviathane sind es ja nicht, aber diese gefräßigen Irgendwas-Monster habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich habe überhaupt kein Problem mit, dass wir hier in einer Unterwasserhöhle sind. Ich höre doch irgendwo die Plum. Egal, dann gehen wir halt hoch. Alter Vater. Dankeschön, Gurke. Dankeschön. So, jetzt vor lauter Britz habe ich es nicht mehr gelesen. Was gab es denn bei Sorg heute Schönes? Da war die Blume. Das finde ich natürlich nur Titan. Gurke hat das 10.000 Bits Abzeichen freigeschaltet. Mega Sache. Danke nochmal. Schnappen wir uns und ab dafür. Seegleiterfragmente. Hier alle eingebaut. Die ganzen Seegleiterfragmente. Wie cool ist das denn bitte? Müssen wir diese blöde Silberablagerung finden. Das sind hier eindeutig Sachen, die ich scannen kann. Kommen wir wieder total voran hier. Tangwurzel. Wieder auftauchen. Dann versuchen wir es nochmal. Ethan Carter und Phasmo. Vanishing of Ethan Carter soll ja ein extrem geiles Spiel gewesen sein. Phasmo machen wir ja eventuell auch am Freitag wieder. Mal schauen. Ne, am Donnerstag. War das jetzt Donnerstag? Ja, ich glaube Donnerstag spielen wir Sorg und ich wieder zusammen Green Hell, wenn ich meinen Plan jetzt gerade richtig im Kopf habe. Ah, hier wäre auch wieder eine Sauerstoffblume gewesen, aber okay. Nicht so, dass wir sie jetzt nicht gebrauchen könnten. Und ich glaube, das Zeug... So viel zu, wir nehmen jetzt nur mit, was wir wirklich brauchen. Ja, super toll. Nee, ist gar kein Problem. Ich... Alter. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Hau ab! Das ist mein... Der klaut mir gleich wieder der Gerät hier. Meturen, danke dir für 25 Monate. Endlich wieder Subnautica, ich freue mich. Schön, dass du da bist. Fühl dich wohl. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Oh. Ey! Was da ist? Nicht so viel, Mensch. Dankeschön. Auf. Vielen Dank. Oh, ich höre schon wieder so ein Mäp. Arschlochfisch. Unangenehm. Alter! Ich will hier nicht sein. Ehrlich nicht. Ich gehe jetzt hier auch wieder raus. Kannst du vergessen. Es ist noch nicht die Zeit, dass ich hier so eine Höhle erkunde. Forget it.
Arschlochfische. Sauerstoffmangel. Und so eine Popeltauchflasche, weißt du? So ein... Weiß ich, nur ein Schnorchel im Mund. Ich werde doch wohl irgendwo Silber finden. Da wird doch irgendwo Florian Silbereisen sein. Dankeschön, Imaru. Der Landkreis hier hat heute auf öffentlichen Druck hin ab morgen den amtlichen Ausgangssperren aufgehoben und jetzt hat der Bund den Herrn Doktor beschlossen. Okay. An sich war der Landkreis, wo ich, / wir hier aktuell sind, bisher sehr vernünftig. Das wundert mich dann jetzt doch. Oh, was bist du denn? Hallo? Die waren irgendwie cool. Ich weiß noch nicht mehr, ob... Irgendwie waren die nützlich. Die Fische, die hatte ich letztes Mal schon entdeckt. Wir scannen mal, dann wissen wir es. Also cool sind die eh alle mal. Riesenlochfisch. Das sind die wahren A-Lochfische. Lass mal kurz gucken. Ich tauche mal auf, dass ich ein bisschen Sauerstoff habe. Oh, da prompt's. Warte. Langsam, dumm und schmackhaft. Am Innenrand des Loches liegen komplexe Kiemen. Ein kaltes Wasser aufnehmen und warmes, sauerstoffreiches Wasser abgeben. Zieht Symbionten an, die... Okay. Sauerstoffquelle, sofern erreichbar. Ich weiß zwar nicht, wie du den Sauerstoff da jetzt rausschlürpst und so, aber... Hui. Hui. Okay. Nimm den Donut! Es gab extreme Shitstorms, daher die Verkündung, dass das ist jetzt aufhebende. Super, Glückwunsch. Glückwunsch. Ja, Kreaturenei. Immer eine gute Idee, ein Kreaturenei aufzusammeln in anderen Spielen. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Pass mal auf, ich brauche Ablagerungen, Forschung, Land, Meer, verwertbares Korbpilztiere. Okay, ich sollte auftauchen. Fuck! Oxygen. Ah. Ja! Genau, jetzt musste ich unter einer Eisscholle parken. Da. Silber und Titan, das ist der Akantit-Aufschluss. Akantit brauche ich. Lass das. Huch, da hat jetzt aber sich gerade die Lichtverhältnisse haben sich aber gerade schlagartig geändert. Ich glaube, hier bei den Schlingpflanzen gab es kein Silber. Das letzte Akantit, was ich gefunden habe. Das sieht aber geil aus, ne? Wir müssen... Oh, oh. Oh, oh. Eiswurzel. Eiswurzel. Eiswurzel macht ihrem Namen alle Ehre. Oh. Ist gerade mal eben alles vereist und ich wurde auch dezent lahm. Oh, echt, also... Das ist so krass, wo du hier dann auf einmal überall gefahren hast. Wo geht's denn Richtung Heimat? Machen wir uns lieber mal wieder in die Richtung. Wurdest schon beklaut, wollte dich gerade warnen. Ja, ja, ja. Und vor sowas bitte nicht warnen. Wenn ich in irgendeine Gefahr rein steuere, dann passieren lassen.
einfach passieren lassen. Ich verspreche euch, es wird für alle lustiger. Das war aber Gold zum Beispiel. Ich kriege aber auch immer nur Titan raus. Das ist belastend. Ist das wieder eigentlich dieselbe Höhle, wo ich eben schon gesagt habe? Leck mich. Warning. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Das ist die Höhle, wo ich gerade schon gesagt habe, leck mich, ne? Ich glaube, so ein Vulkanausbruch, da kann man auch mal, da kann man auch mal durchschwimmen. Oh Scheiße. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ich finde nicht mehr raus gerade. Ich habe die Richtung verloren. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Da. Licht. Oh Gott. Boah. Gravitationsfalle hat man ja bereits. Ja, natürlich. Noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr Titan. Habe ich auch noch nicht genug von. Titan, Titan. Boah, ich krieg Zustände mit diesen Kackhöhlen da, du. Noch mehr von diesen Fallen. Kann denn mal jetzt hier irgendwo so ein blöder Silberaufschluss? Wo muss ich denn hin für diesen Silberaufschluss? Ich werde narrisch. Augenscheinlich nicht hier. Wir schwimmen mal wieder zurück und dann in die andere Richtung. Wo ist denn zurück? Warte. Das ist zurück. Diese Höhlen sind aber auch sowas von verzweigt da unten, ne? Also das ist... Boah. Das war schon richtig arschig gerade. War schon echt richtig arschig. Aber gut, mir gefällt's. Im Grunde genommen gefällt's mir, aber ich, ja. Puh. Was soll ich sagen? Ich sollte übrigens... Eigentlich hatte ich hier mir vorgenommen... Also eigentlich wollte... Scheiße, Mann. Eigentlich wollte ich ja nur Sachen mitnehmen, die wir so dringend brauchen, damit wir unsere Vorräte nicht unnötig... Kann ich denn schon... Früher konnte man Titan zu Supererz da zusammenschrauben. Ist jetzt nicht so. Ich könnte aber... Wir machen ein bisschen Platz, indem wir ein bisschen Glas und so einen Spaß herstellen, ne? Alle halten sich die Luft an. Stehen die. Immerhin... Ach ne, es ist gar kein Silber, es ist Salz. Ich wollte gerade sagen, immerhin ein Silber haben wir. Marsch. Könntest du nicht die Fackeln draußen fallen lassen? Ich weiß nicht, ob die noch sinnvoll werden. Theoretisch stimme ich dir dazu. Aber ich will jetzt noch nichts fallen lassen. Ich bin geizig. Von den Batteriepflanzen haben wir auch wieder nur eine. Sonst hätte ich gerade noch schnell eine Batterie hergestellt. Ist aber auch nicht genug. Die schmeißen wir jetzt mal rein. Eine Wurzelblase. Enthält reaktionsfreudige Bestandteile. Juhu! Ich freue mich. Ein bisschen Schwefel lagern wir ein. Kupfer lagern wir ein. Kann ich denn ein Poster an die Wand hängen hier? Also sonst hätte ich immer alles voll mit Poster gekleistert, aber ist auch nicht. Und warum rumselt das so draußen? Ich finde das nicht gut.
I don't like that Rumpsel. Batterie habe ich dabei, insofern können wir das Tauchgerät da zur Not aufladen.